Ich habe eine Frage. Soll ich in Englisch oder Deutsch machen? Mein Deutsch ist nicht so gut wie mein Englisch. Mal versuchen in Deutsch. Deutsch besser. Ja, Deutsch besser. Vielleicht mache ich einige Fehler, aber dann soll ich mich entschuldigen. Ja, es ist eine Ehre, um hier zu sein. Normalerweise kommen wir nicht oft in solche Sammlungen. Wir versuchen ein bisschen die Ehre an unsere Kunden zu lassen. Das ist Fiesmann, das ist Remeer, das ist Senatec. Und wir versuchen, im Stille, im Schatten die Technologie unter in den Griff zu kriegen und auch die nächste Schritt zu machen. Waar is denn? Herr Meyer hat etwas gesagt, das, was Sie nicht sehen, das sind eigentlich immer die Sachen, die am gefährlichsten sind. Wir sind ein stilles Unternehmen, wir haben viel mitgemacht und ich habe heute auch wieder etwas Neues gesehen, aber ich sehe natürlich Dinge. Und Sie haben schon einige Probleme erwähnt, aber ich habe schon auch Lösungen gesehen. Nicht bei uns, oder das sind bei Leuten, die an uns hier sind. Und ich bin kein Techniker. Ja, ich habe in einer technischen Umgebung immer gearbeitet. Ich mache immer, wie heißt das, industrielle Engineering, Social Engineering. Er kommt von GE. Ich habe immer solve it, sell it or close it things gemacht. Also ich habe immer herstrukturiert und Probleme gelöst. Und ich habe niemals so eine Herausforderung als Microgent war auf meinen Schritt gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird interessant sein. Zwei von meinen Freunden von früher von Shell waren in dem Vorstand von Gasunie. Ich weiß nicht, ob sie Gasunie kennen. Gasunie is de grootste Hollandse gasbedrijf. Die had die Stirlingmotor in handen genomen. En een ander vriend die was in de voorstand van Essent. En had een wisseltje in zijn keller. Die beiden hadden immer gewerkt voor grote ondernemingen. En ik had immer mijn vrijheid gehad. En die waren immer interessiert. Hans, wat machst du jetzt voor een nieuw avontuur? En Wispelchen war bei mir gekommen und hat mir gefragt, ob ich das produzieren soll, habe ich abgelehnt. Und dann war ich erinnere mich sehr gut, war mein Freund, der zuständig war für Essent, für all diesen Heizkörper in Holland. Ich glaube, dass er 1 Million in seinem Feld hat. Und dann hast du mir etwas interessantes gesagt. Ja, da ist einer mit einem Stirlingmotor bei mir gekommen, ob ich das vielleicht produzieren möchte. Und ich habe das abgelehnt. Das Ding war so kompliziert. Ich habe das hier leer gekommen. Ik denk dat is niet waar, maar als ze toch een film gemaakt, ik heb eigenlijk een keller en we willen daar vol in investeren. En dan, dan is het, waar ik bij Gasunie, en daar waren een oude collega, die had me gezegd, oké, die hebben dat ook overgenomen. En dan, die wereld is klein, vielleicht kennen ze Remeer of niet. Het is een andere collega van mij, waar daar voorstandvoorzitter geworden. Und er suchte einen, die vielleicht diesem Problem weiterhelfen wird. So bin ich da reingekommen und ich habe niemals realisiert, dass ich so viel mitleben möchte in dieser Geschichte. Ich habe schon etwas gemacht, aber das hat mich doch auf verschiedene Punkte in die Welt gebracht. Ich habe einige Leute im Mittagessen so gesagt, ich bin eben im Pentagon gewesen für diese Lärmruhe. Ich mache keine Gehäuse. Ich bin im Weißen Haus in Moskau gewesen, Beijing, und mit einem machen wir auch Geschäfte. Okay, ja. Herr Kübler hat mir gesagt, dass wir ein bisschen die Geschichte von Microsoft ein bisschen kennen. Das ist eine Geschichte speziell von BG Group. Microgen ist gegründet, und die Aktivitäten sind in die Welt nach oben gebracht bei der BG Group. Ich denke, das ist wichtig zu verstehen, das ist ein Energieunternehmen. Und die denken groß. Ja? Die denken wirklich groß. Ich hab einige Zeit bei Shell gearbeitet. Und die Technologie, die die Leute brauchen, ist wirklich sehr avanciert. Wenn man Deep Side Drilling hat oder man hat diesen Nordpol Untersuchung, das sind wirklich sehr avancierte Leute. Technologie. So, und BG Group hat entschieden, okay, das fassen wir an. So, und wenn die Leute sagen, okay, das fassen wir an, dann machen sie das wirklich gut. So, BG hat die Aktivität, ich denke, in 1999 gestartet und hat wirklich da unheimlich viel Geld reingesteckt
und auch sehr gute Leute reingebracht. Und ich denke, dass ohne was wir die Gruppe gemacht hat, würden wir niemals sein, wo wir jetzt sind. Das Gleiche ist mit Rico. Rico habe ich nicht heute Morgen gesehen. Der kommt von Infineon. Da hat Paul Allen 150 Millionen Dollar reingesteckt in Infineon. Wir würden niemals sein, wo sie jetzt sind, want die sind groß Unternehmen und die Technologie nicht so vorantreiben. Ja, und dann ist es auch ein bestimmter Punkt, haben die Leute realisiert, okay, wir sind nicht im Heizungsbereich oder im Blockheizungsbereich. Es ist besser vielleicht, um das zu übergeben an ein anderer. Und dann sind, da sind diesmal wieder. Aber erst war das die Dutch Investor Group. Ich war da auch Teilnehmer rein. Ich habe etwas Geld verdient mit diesen make, sell or buy Geschichte. Aber hier geht es nicht mehr. Und dann habe ich nach einer verschiedenen Zeit meine Anteile an die anderen Unternehmen gekauft. Ja, Visma ist vielleicht groß, BBI ist groß, aber ein bisschen eine Relativität anzubringen. Nur das Gewinn von BG Group ist groß. So groß wie die Umsatz von Visma, immer größer, selbst größer. Ja? So, wenn diese Leute 20 Millionen oder 30 Millionen ein Jahr reinstecken, dann ja, das sind natürlich gesehen, aber das ist dann nicht so. Und BG Group ist jetzt gekauft bei Shell. Und das Gewinn von Shell ist noch größer dan de omzet van BG Group. So, dat zijn mensen die wirklich een beetje, machen kunnen. Ja? Oké. Okay. Die hebben we dus in 2008 übernommen. En dat is ook een grote geschichte geweest. En dat kan ik vielleicht später nog iets aan erzählen. Er is ook veel passiert. Wat hadden we, wann BG Group dat ons Euro gegeven had? Dat was eigenlijk. Wir hatten die Engineering-Phase gemacht, wir sollten das weiterbringen in Industrialisation und auch vermarkten. Das waren Patente, wir hatten unheimlich viel Kenntnis, Know-how und so weiter. Wir hatten nicht viel Hardware, ungefähr, ich denke, 40 Motoren und 40 Geräte hatten wir im Feld, nicht im Feld, aber haben wir im Test in England und in Holland. Daarvoor hadden ze nog einige andere cycling doorlaufen. Dat waren ongeveer 40 stukken. Maar die patenten en die know-how waren wirklich goed. Ik heb etwas gelesen. Einer had mir das Buch der Synergie geschickt, glaube ich. Daar heb ik etwas gelesen über das BG und Microgen had Siemens. Im Arm genomen. Dat is die andere Siemens erzählt noch immer uns. Das ist die Patente, das ist die Lizenz. Wir hatten sehr kräftig einige Probleme, nicht nur im Stirling-Bereich, aber auch in Controls, Steuerungsbereich, in Kompasse, Verbrennungstechnologie und dann auch in Blockheizung. Das war wirklich große Schritte, haben die Leute gemacht. Und da hatten wir natürlich auch weiterbauen können. Waarom had ik daar Engeland? Dat begrijpen ze, denk ik. We hadden allemaal een klein werk in Japan, daar hebben we een prototype gebouwd. Had BG 30 Leute arbeiten. Dat was een werk, daar hebben we ook Stirling Cooling gebouwd. Die hadden een licentie van Global Cooling. Vielleicht kennen die Leute Global Cooling. Je mag Stirling Cooling. In Engeland hadden 175 Leute zu dieser Zeit aan dat project gearbeitet. En dan nog in Japan 40, so, das war zur Zeit 250 Leute, die mit diesem Projekt beschäftigt waren. Und ich hatte dann einige Jahre zurück eine Übernahme getan von einem kleinen Unternehmen, 30 Millionen, und wir hatten ein klein bisschen Gewinn. Ich glaube, dass die jährliche Spend, das war 30 Millionen. So, ich hatte immer gedacht, das wird nicht mal für mich sein. Eigentlich war ich das nie alleine. Ich habe mir auch gesagt, Commitment, das ist Utilities Government Boilermakers. Ich habe schon ein bisschen gesagt, das waren, ich würde sagen, Bekannte, aber wir haben das als eine Gruppe gemacht. Und ich hatte BG haben auch angeboten an Samsung, an Philips, an diese großen Unternehmen.
Zo had ik niemals gedacht, oké, dat is weer bij ons komen. Maar ik had een plan voorgeslagen om dus nog van 175 man naar 15 man terug te brengen. Ik daar hebben gezegd, nou, dat wordt waarschijnlijk afgeleend. En 4 weken später hebben ze me aangeroepen en hebben gezegd, kun je veel later u bereden. Nou, en dan, am Ende is het algemeen bij mij gekomen. Ja, en dan zijn we aan de arbeid gegaan. Ja, ik moet een groot succes, want dat is wel wirklich nur arbeid, arbeid, arbeid. We hebben in Engeland geschlossen, we hebben van Japan naar China gebracht. En dat had op deze moment, we hebben 9000 gereden in het veld, we laven zeer veel goed, er zijn ook natuurlijk problemen geweest, er zijn mensen die er niet voor mee, er zijn mensen die er weinig voor mee. Maar we hebben 9000 gereden in het veld, ongeveer 8000 in Duitsland. Ik denk dat in Duitsland we daar ongeveer 70% voor die blokheizungskraftmarkt hebben. Dat is een precies manier. Beter, dan schetsen we zo ongeveer 150, 600, 200 miljoen euro. Als je kunt lezen, zo, die kwaliteit op deze moment, speciaal die laatste 3 jaar, is natuurlijk echt heel goed verbeterd. We zijn jetzt in de nähe, ja, niet ganz in de nähe van condensing boilers, maar we zijn toch nog zeer tevreden. Het kan nog immer beter, maar we denken dat we die technologie in de hand. Ik kan niet, en dat had ons altijd vertrouwen gegeven naar andere markten te gaan. Dat is schön, al deze geschichten. Ik geloof dat jetzt een video komt, of niet? Denk ik. Ja, ja, dus ik denk, vielleicht sind in principe, dat had niet zo gevraagd, dus vielleicht een video. Dat is ons werk in China. Waarom China? Ik heb maar een onderneming, ik heb veel in Azië gearbeid.
film oft gesehen. Ja, das gibt ein bisschen einen Eindruck von unserer Produktion in Asien. Ja, warum Asien? Wir haben ungefähr 50, 55 Stunden naja, Handarbeit, ich finde ich sage Handarbeit, Mannarbeit in diesem Gerät. Maar wenn man das in Europa macht, dann wird es gleich zu teuer. 8 Stunden davon sind, vielleicht das haben Sie am Anfang gesehen, Random Wire, das ist die Regenerator Assembly. Das können wir auch, das ist jetzt produziert bei Beckert kaufen. Dann ist es teuer, wenn wir da 8 Stunden selbst dann arbeiten. Sondern man muss dann auch ein bisschen relativisieren. Wir sind jetzt ungefähr 150 Mann in Asien. Ich denke 30, 40 Mann sind Ingenieure. Das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet, um das allen zusammenarbeiten lassen. Wir haben einen Holländer da. Anfang hatten wir mehr Holländer, Engländer und auch ein oder zwei Japaner. Aber jetzt haben wir nur einen Holländer. Und ihr versteht sich gut mit den Chinesen. Die Chinesen jetzt die reden jetzt auch und die sind auch bereit, ihre Probleme zu teilen, ohne dass sie Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Ich denke, das wird auch große Schritte gemacht. Okay, ich habe noch ein Video, aber ich habe die Leute schon gesehen. Das ist auch unser Technologiezentrum in England. Wir können weitergehen, wenn Sie interessiert sind, können wir da noch 2-3 Minuten. Aber das sind Test, CAD-Systeme und Leute, die man an Prüfstände und so weiter. Solche. Ja, nein? Weiter? Ja? Oh. Dann muss ich das Ding. Thank you.
Ja, dat is bij Engeland. Dus sind wir jetzt ein bisschen am, ich will nicht sagen, herstrukturieren, das ändern wir jetzt. Wir haben die meiste Arbeit in Entwicklung hinter uns und wir haben natürlich eine ganze Organisation in China aufgebaut, im Süden, mit auch guten Leuten. So, wir sind dann jetzt ein bisschen, haben wir das geändert. Geht das nicht? Ist nicht einfach gewesen. Das ist kein Hightech hier. Das geht immer falsch bei mir mit diesen Dingen. Aber eine Sicherheitsnadel, wie wär's dann damit? Brauchen Sie eine Sicherheitsnadel? Das sehen wir gut, ja. Ja. Das ist, eine sehr große Aufgabe gewesen, um das Werk wirklich so zu kriegen, wo wir es jetzt haben. Das Produkt natürlich ist sehr kompliziert. Das ist nicht einfach zu machen, das ist frei kommend. Die Toleranzen sind zwischen Zylinder und das ist Kolbe in Deutsch, ja, die sind wirklich sehr schmal, 20 Mikron. Und natürlich, wir haben eine obere Temperatur, die ungefähr 500 ist, 100 unten. Da muss man die Expansion, etc. alles muss man mitrechnen. Ja, dann muss man natürlich auch alles miteinander. Das ist ein völliges, was ist ein balanciertes System, die Feder, die Weight of the Kohle, auch die Gas Pressure, alles muss. Ja, und wenn es dann wirklich gut stimmt, dann ist es boing. Wenn man am Netz verbindet und dann läuft er. Und dann läuft er auch lärmlos und im Prinzip auch 50.000 Stunden ohne Wartung. Aber da kann er natürlich auch nicht mehr schief gehen. So, das Produkt ist kompliziert zu produzieren. Und da kommt auch viel Technologie bei. Das ist nicht nur das Produkt ist kompliziert, auch die Produktionsprozesse. Sehr viele Produktionsprozesse haben wir selbst entwickeln müssen. Die Lötung, da kriegt man wirklich Kopfschmerzen von. Wir haben Aluminiumbrons und das muss man in eine bestimmte Spalte von ungefähr 1020 bis 1035 muss man das machen. Im Prinzip ist es machen und dann laat es weg, Wärmeübertragung. Interessant ist, wir haben das endlich gelöst und wir haben einen Mann, der in Ruhestand gegangen war. Wir haben ihn von Bodycoat gefunden, der war 67. Und er hat einen kleinen Prospekt gehabt und auf die Frontseite, die erste Pagina war ein altes Produkt. Und das war ein Stirling von Philips. Das war sein erstes Produkt, wo er gearbeitet war, das war ein Philips Stirling Motor. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt fragen Sie mir, um auch was zu machen. Ja, die Metallurgie ist auch eine Thematik, die ist immer ein bisschen, wie heißt das, hidden, kompliziert, Thermoheating, Quenching, Shot Pinning. Ja, man hat die Fehler, 50.000 Stunden muss man das, muss man auch große Stunden machen. Laserschweiß und auch Trumpf hat das noch niemals gemacht. So, das ist nicht gleich gut gegangen. Das will ich Ihnen sagen. Das ist nicht nur, weil es technisch kompliziert ist, auch weil wir natürlich, wenn wir in China angefangen haben, wir hatten nur 10 oder 5 oder 10 Mann. Ich hatte glücklich viele Bekannte da, so ich habe schnell ein Team bauen können. Aber das war wirklich learning and improving. Ich weiß nicht, wie ich mal vorher das genannt habe. Das haben wir nicht nur in unserer Unternehmung machen müssen, aber auch mit unseren Kunden und auch mit unseren Lieferanten. Und unsere Kunden auf diesem Moment, das waren speziell natürlich die Heizungsbauer, und die hatten ein bisschen einen heiter Kopf,
wie zo'n ding afzien moest, want die had best een oude koek die een, nou ja, die een normale boiler. En dat het doet, dat is gereed zo, die kreeg oude toertemperatuur in 80 graden. Hebben die leute niet realiseerd dan die thermodynamiek natuurlijk een influence had, en dus dan, als man dan power verliert, vermogen verliert. Hij had ook niet realiseerd, dat is ook richting, die hadden gezaakt, die hadden niet geaccepteerd aan het aanvang, dus dat wasserkwaliteit goed zijn moest, anders dat die koeler niet versmist. Ja, en die power elektroniek, dus we hebben zeer veel dingen miteinander geleerd. Mijn voorganger had gezegd, dat is resourcen en commitment. En dat was gelukkig daarvan van je. Dat had hem weer genutst om deze, herausforderingen te lezen. Want ik heb einde groepen daar hier genoemd. Helium. Ze zijn al meer technieker dan hier. Nu hydrogen is kleiner, is smaller. Zodat in principe, wanneer we dat eenmaal verswijst hebben, dan zal het minstens 15 jaar laufen kunnen, zonder dat het bijgevuld wordt. Maar onze zwijstechnologie waar die, dat was in principe wel goed, want we hebben één probleem gehad, irgendwo over 1200, 1300, en dan hadden we daar een probleem gehad. Gelukkig, want men dan met helemaal een probleem had, want die gereden in Europa aangekomen waren, waren ze helemaal raus. Dat is niet in veld gekomen. Andere problematiek, dat is de fatigue. Dus een fatigue is natuurlijk een gevaarlijk ding. Het ding dat beweegt. Want ook met metallurg, maar een beetje naar velen mag niet metallurgisch, of niet zo goed mag niet metallurgische dingen, dan manifesteert zich dat nu na 1, 2, 3, 4 jaar. We zien niet gelijk. We hadden ook niet nu die techniek waarin hij als we dat doen. We hadden natuurlijk, BG had niet aan ons die activiteiten verkaufen willen. Hij had dat niet verkaufen. They didn't want to sell it to us. So, we hadden zeer veel muren gemaakt om dat verstanden te brengen. Maar die ondernemer waren dan 8 maanden op zijn knieën. Die leute waren zo weg. Er waren in Zuid-Amerika, er waren in Azië, er waren in Amerika. Want we hadden die alle weer bij een ander gebracht. Dan zijn we weer naar voren gekomen. En dan in 2011 hebben we in 2017 hadden we weer zo'n problematiek gehad. Dan had een van onze kunden had gezegd, ik möchte gerne dat project weer een jaar verschieben. Niet wegen onze motor, maar wegen ihre industrie. Ja, want man natuurlijk daarover gepland had dat daar geld reinkomt, en dat gaat te snel, want man had werk afgebouwd met 200 man. Dan hadden we enige investoren problemen gehad. En dan zijn we weer naar onderen gegaan, en dan zijn we weer naar oben gegaan. Dat is het conclusieve. En we hadden, dat is het vreemd geweest, we hebben na 2000 in die productie. We zijn die productie aangevangen in 2010, einde 2009, aanvang 2010. En dan zien we einde 2011, hadden we weer deze problematiek. Zijn we nooit aangevangen. En dan had zich enige 6 maanden, 8 maanden später een probleem manifesteerd. Dat hadden we niemals voorheen gehad. Dat begrijpen we nog niet meer. Dat had te doen met die constructie. Hebben we geëindigd. Dat had ons niet meer. Wegen gedaan. Toen hebben we alle constructies weer met Finite Element Methods doorgerekend. We hebben vorige avond gezegd. Dan hadden we nog een van bubbel, condensation, hydrogen, helium, die magneten bij ons zit in gereed. Die magneten van ons willen corroderen, want dan weten meer dan 250 ppm hydrogen lang zit. Ja? So, maar moest die hydrogen 100 die ppm hydrogen onder controle hebben. Die hadden we ook niet de eerste 500, 700. Jetzt wijzen we van jede motor wie veel hydrogen erin is. Einde van onze kunde had een tumorsprobleem gemaakt met zijn verbrenner aan onze motor. Dat had bij hem veel problemen gegeven, had hij nacht compleet omgeconstrueerd.
Ja, dus voornamelijk, het is voornamelijk metallurgisch. Ja, dan hadden we met Salvi, die hadden jetzt twee, drie goede metallurgen in ons ondernemen, die ook met onze lieferanten moeten doen. Maar aan de aanvang hadden die ook ab en toe die problemen van ihnen bij ons in, op tisch geschoven, waar we dat niet ganz verstanden hebben. Ja, ik heb gezegd, het is niet alles goed gegaan. Hier hebben ze einige bijspelen. Links onder zien ze iets wat passiert, wanneer man een te veel hydrogen in die motor had. Wanneer man meer dan 300 ppm hydrogen had, den magneet liet wirklich snel corroderen. Tussen 4 bis 7 maanden wordt er zo aanzien. Rechts is iets wat is passiert, is de eerste 2-3 jaren. De kunde van ons hadden die dingen installiert ohne ein Filter, ohne ein Magnetite-Filter. En we hadden zo gezegd, we hadden dat eben zelf vorgeschrieben, nee, dat hebben we ook niet moeten worden. Ja, dat is wat passiert. Dat had niets met de motor te doen, de kühler, de motor überhitst. Ja, en dan stopt het. En dan weer links, dat is een benadering die mogen is. Dat is metallurgisch. Ik ben zeer stolt op mijn team dat ze zagen kunnen dat het eigenlijk zeer goed loopt, reibungslos. Dat loopt dus niet meer in productie. Ik heb zeer veel industrie gearbeid, is niet meer iets los. Maar nu hebben die dingen in controle. Dat heb ik een beetje methodisch proberen dit te gaan. Learning eerst. Niemand had in die wereld Stirling-motoren seriemassig aangevaardigd. Wir waren wirklich die Ersten. Alles hatten wir selbst lernen müssen. Und man kann sich nur geistlich vorbereiten auf etwas, was schief geht, aber man kann nicht sagen, okay, das geht schief, weil man schon weiß, dass es schief geht, schon etwas machen. So, die Dinge kommen auf sie zu, dann muss man lernen, korrigieren und versuchen. Das haben wir gemacht. Auf diesem Moment, ja, wir hatten überall statistische Prozesskontrolle in das Projekt. Wir haben jetzt ein First Pass Yield von 93%. Und dann sagen wir so, 7% wird nicht gleichzeitig beim ersten Mal durch. Von die 7% ist ungefähr 4-5%, was wir nennen Delta T. Wir haben drei Thermokoppel rein und die drei Thermokoppel müssen in einem bestimmten Band übereinkommen und dann das Ding ein klein bisschen schief geht, dann ist man gleich die Thermokoppel 5 oder 7, 4 oder 5 Zeiten mal, wenn man das wieder einbaut, ist es wieder okay. So, wir sind, denke ich, auf diesem Moment technologisch und im Sinne von Zuverlässigkeit losgemacht. Und das hat uns auch jetzt das Vertrauen gegeben, um nächste Schritte zu machen. Een van de gebieden is oil and gas. Dat man dat ding laufen kan, ohne dat man er oft hingeht. Op deze Woche, nächste Woche, wird een langes Testverfahren bij Gazprom abgeschlossen. Maar dat is zeer veel in Rusland, in Moskou geweest. Die dingen worden dan op pipelines in Siberië worden gemonteerd. Zeer interessant om te horen. Dan hebben die ongeveer een verbruik van die moeten ongeveer 3 bis 6 kilowatt. En dan hebben wat ze dan hebben jetzt, dat zijn de grote organic ranking, waar ze problemen hebben, of de capstone turbines, 230 kilowatt voor 4 kilowatt. Dan moet je hier twee halen, want waar de ene in storm kiept, moest de andere. Dus dat is die Russen zijn bij ons gekomen om daarvoor een gereed te bouwen dat 6 kilowatt kiept. En we zijn stolz drauf dat we bis heute alle testen doorgekomen zijn. En jetzt hoffen we dat we het fijn doen. Dat is gewoon een test in Siberië. Een andere is daaronder, dat is niet vestkurven, dat is niet hout. Het is ook interessant voor Siberië, niet te veel gas, maar geen pipeline. Die hebben eigenlijk niet gezien Canada. Dat hier is gas in Siberië, dat is preparietes gas. In Canada willen we wel gas
We hebben ook enige aanwendingen in het lage segment gezien. Er worden slaggaskers die nemen. Ja, slaggas-applicatie. We hebben een brenner, speciaal brenner ontwikkeld die slaggas aan elkaar. We hebben dat geleerd waar we twee projecten gemaakt hebben. We hebben zoveel projecten gemaakt en niet veel repetitie gemaakt. We hebben een in Fukushima gemaakt, rondom Fukushima, met een doors met een vergister, anaerobe vergister, en een in Londen. Onze normale brenner had dat niet goed. Dat was niet normaal. Dan hebben we een zwaggasbrenner ontwikkeld. Die we ook aanwenden voor dat wellgas. Onprepariertes gas, niet saus. En dan in Holland hebben we een aanwending waar we dat met PV en een batterie. We noemen dat zero. Oké, dan gaan we proeven. Ja, dit is natuurlijk schön. Ze hebben zo gezegd, dit zijn alle niche. We hebben ook zo een mission, een vision, etc. Ik denk dat wil ik maar niet presenteren, maar mijn planning is een beetje anders dan ik me voorgesteld had wanneer ik hiermee aangevangen was. 9000 stuk hadden die gepland in 2 jaar te maken, we zijn 6 jaar weiter, zo, dat is een beetje anders te krijgen. Daar komt de huidige motor kunnen we eigenlijk wat thermodynamisch overdimensioneerd. So, we hadden jetzt im Test einen 1,7, 1,8. Das hängt ein bisschen ab von 50 Hertz oder 60 Hertz. Was will ich? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nächstes Jahr schon in Europa oder vielleicht erst in Vereinigte Staaten. In Vereinigte Staaten 1 Kilowatt ist nicht so, die brauchen 2 Kilowatt und oh ja, da ist unsere Mission. To unlock Stirling Technology to the mass market. En natuurlijk, we hebben de laatste 8 jaar of 7 jaar niet meer kopsmetsen gehad, maar we hebben ook nagedacht, wie kunnen we dat simpeler maken, einfacher maken. En een van de dingen die ik daar geleerd heb, die mensen die immer met beta-engines of alpha-engines gearbeid hebben, willen immer lösungen zoeken in dat was aan hen bekend is. Ja, das ist interessant. Ich habe meinen Leuten gesagt, okay, wie können die das lösen? Und dann kamen sie mit einer Störung, mit einer Beta-Engine, die wieder ein bisschen sind. Okay, das Ding wird dann 20% billiger, ja, oder 15%. Ja, das ist schön, aber ich habe keine Lust, da wirklich einige Millionen in zu investieren. Und ich weiß auch die anderen. Und ich habe ja doch enorm viel Respekt für Ingenieure, das sind Künstler. Maar er zijn Leute wie William Beale, ik heb William Beale ziemlich goed gekend, die dan einmal een gedanke hebben, dan is het wirklich, dan zijn alle problemen waarbinnen ze voorheen gearbeitet hebben, zijn gelöst. En ik kreeg niemand dat zelfs. Ik kan nu, dat dan begeleiden. Dan voel ik me een beetje dom. Es ist eine Ehre, um die Leute zu begleiten. Wir arbeiten jetzt, ich hoffe, dass das wir arbeiten jetzt indirekt ein großes Programm, das kommt von der Freien Stadt, ein ARPA-Programm. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten 3-4 Jahren eine Konfiguration vorstellen können, dass es nicht mehr um eine Nische geht. Das ist abseits. Wir würden natürlich durchgehen mit der heutigen Engine. Ich möchte auch nicht gerne, dass ich. Als ze jetzt, wenn sie aus diesem Auditorium sind, sagen, da kommt ein neuer Engine, weil dann geht unser Business wieder nach unten, das möchte ich auch nicht haben. Aber wir müssen uns natürlich Gedanken machen, um Konfigurationen zu finden, die, ich will nicht sagen, die Probleme, aber die, das Ding weiter. Ja, ich bin hier ein bisschen am Ende von meinen Geschichte, nicht sehr technisch. Ich entschuldige mich davor, ich bin kein Techniker. Haben die Leute, die sich natürlich viel besser technisch reden können, aber die sind im Werk in Asien. Ich danke Ihnen.